Sonne und sommerliche Temperaturen am frühen Nachmittag in Moers. Da bekommt man doch direkt Lust auf ein leckeres Eis. Das Grafschafter Museum hat der beliebten italienischen Spezialität jetzt eine Sonderausstellung mit dem Titel Gelato – Italienische Eismacher am Niederrhein gewidmet. Dort können sich Interessierte und Eisfanatiker Wissenswertes rund um das Thema Eis und Esskultur aneignen. Das Besondere ist hier, dass Sie diese Kulturgeschichte dieser italienischen Eismacher und dieses Genussmittels hier erfahren können und tatsächlich entdecken können, wie stark das mit der Regional- und Ortsgeschichte auch verbunden ist. Das ist ein Aspekt, der vielen Menschen nicht klar ist. Man läuft vielleicht an der Eisdiele Dolomiti vorbei, wundert sich vielleicht, warum heißen die überall Dolomiti, warum heißen die überall Venezia? Hier finden Sie es raus. Viele ungeklärte Fragen, auf die das Grafschafter Museum in Moers im Rahmen einer besonderen Ausstellung Antworten gibt. Die italienische Spezialität ist auch unter uns Deutschen ein echter Dessertklassiker und gehört zum Sommer dazu wie die Sonnencreme. Was das Eis so populär macht, das weiß Diana Finkele, Leiterin des Grafschafter Museums im Moerser Schloss. Man hat schon immer versucht, Dinge zu kühlen, gerade in den heißen Tagen, und das mit Geschmack zu versetzen. Also es fing ja an mit gekühlten Getränken, dann hat man die ersten Fruchtstücke mit zermahlen und mit hineingetan. Also der Mensch hat schon immer nach einer leckeren Abkühlung gesucht und dann mit der Entwicklung des Speiseeises ab dem 17. Jahrhundert hat man dann hier auch einen guten Genuss gefunden. In den Genuss kommen können Besucherinnen und Besucher wortwörtlich am 13. Mai. Denn dann gibt es im Grafschafter Museum kostenloses Eis zu probieren. Das ist der internationale Museumstag, heißt erstmal freier Eintritt ins Museum. Das heißt, also viele Moerserinnen und Moerser und die Gäste hier haben die Chance, ins Schloss zu kommen und erleben rund ums Schloss noch viele, viele Veranstaltungen für die ganze Familie, für Kinder, aber auch für die Erwachsenen und dann eben noch ein Top-Thema mit dem Eis. Wer also noch nichts am Muttertag vorhat, wer mehr Wissenswertes über die italienische Spezialität erfahren möchte, der kann die Sonderausstellung im Grafschafter Museum noch bis zum 7. Oktober besuchen.